2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Interview. Heute mal nicht mit einem Gaming-YouTuber, sondern mit einem Musik-YouTuber. Mit dem King und Erzo. Moin, moin, schönen guten Abend. Bin froh, hier zum Interview zu sein und so. Ich bin froh, dass du dir Zeit genommen hast. Jo, kein Problem. Dann würde ich sagen, weil du in Zeitdruck bist, fangen wir direkt an, oder? Jo, gern. Die ganz erste Frage ist einfach nur, welche Musikinstrumente du alle spielst. Aha, krass. Also, das Wichtigste ist so halt Klavier. So, damit habe ich angefangen und das mache ich auch die ganze Zeit. Sonst spiele ich noch Gitarre. Ich habe so eine Akustikgitarre und jetzt habe ich mir ganz neu eine E-Gitarre gekauft. So kann ich jetzt E-Gitarre einspielen und so. Auch voll gut. Habe ich so ein bisschen noch Schlagzeug gespielt und früher noch Flöte. Aber Okay. beides habe ich jetzt nicht mehr so. Und welches Instrument spielst du am liebsten? Klavier. Okay. Und ist jeder in deiner Familie eigentlich so musikalisch? Ja, auf jeden Fall. Ist so eine ziemliche Musikerfamilie hier. So mein Vater, der ist Opernsänger, der singt so. Und meine Mutter, die ist Opernregisseurin und spielt auch Klavier. So, die treten manchmal auf, machen Liederabende. Also meine Mutter am Klavier, mein Vater singt. Und ich bin halt so der Rapper und produziere hier ein bisschen. Wie du das angesprochen hast, so Rapper, wie bist du dann eigentlich gekommen, so mit PC-Musik zu machen, also so Beats und so? Na, so ich habe ja Hip-Hop gehört und wollte da, ich fand die Beats halt übergeil und wollte dann auch unbedingt solche Beats machen. Habe ich so ein bisschen geguckt, was für Programme es gab, FL Studio geguckt, aber ich bin nie damit zurechtgekommen, deswegen habe ich so mit anderen angefangen. Und irgendwann lief das so. Ich habe zuerst einfach nur Keyboard aufgenommen, dann so im Computer wirklich alles gemacht. Und jetzt mache ich das auch nur im Computer. Und du hast von Anfang an vorgehabt, dass du es auf YouTube stellst. Nee, nicht wirklich. Ich habe erstmal so 2 Jahre lang einfach so Musik gemacht und YouTube eigentlich nur geguckt. Und Und dann so irgendwann kam es dazu, dass ich das hochgeladen habe. okay. Und du bist ja eigentlich schon ein sehr großer YouTuber mit 10.000 Abonnenten. So, hat sich da was im Real Life verändert, seit du so ein großer YouTuber bist? Oh, naja, ich habe so viele Leute kennengelernt. Durch YouTube, ich hatte mit voll vielen Leuten Kontakt und für viele produziert, die bekannt waren. Apecrime zum Beispiel. War halt toll, die mal kennenzulernen. Bei manchen war es nicht toll, weil die halt ein bisschen, ja, scheiße mit Leuten umgehen, aber dazu sage ich mal nichts. Und dann so natürlich, so manchmal kennen mich Leute, das ist auch voll lustig. Oder mich schreiben Leute an, ey, ich hab dich so gesehen hier in Berlin. Warst du das? Und ich dann so, wann und wo? Und die so, ja, da und da. Und ich so, hey, Alter, da war ich ja. Und sonst so in der Schule feiern natürlich ganz vieles so meine Mucke, so Schwarzfahren zum Beispiel. Aber ich sag denen immer so, ey, fahr nicht schwarz. Kostet viel. Naja. Beim Döneressen wurdest du erkannt, gell? Genau. Voll lustig. Oh, und was sagt deine Familie dazu, dass du das so auf YouTube machst? Ja, also zuerst war es so kritisch, vor allem weil ich habe halt einfach Musik gemacht und es hat keinen interessiert. Aber jetzt so bin ich ja, das war noch die Zeit, wo ich einfach Beats gemacht habe. Aber jetzt so mache ich auch Videos und so. Meine Eltern feiern zum Beispiel Schwarzfahren, sehr, sehr krass. Oder Döner in the Sky, Das gefällt ihnen feiere auch ich auch sehr. sehr. Ja, freut mich. Und du hast ja vorhin angesprochen, du machst ja auch Beats für andere. Und hauptsächlich machst du es ja für Masi XD, oder? Also du bist ja sozusagen sein Beatmacher und er erwähnt dich auch dauernd. Ja, bei dem, der benutzt ja nur Musik von mir. Auf jeden. Okay, und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Na, das ist eigentlich sehr lustig gewesen. Er hat irgendwie so ein Soundtrack aus MW2, glaube ich, war das, gefeiert. Und zwar diesen Victory Sound oder so. Und er hat immer jemanden gesucht, der daraus einen coolen Beat macht. Und irgendjemand hat mich dann ihm empfohlen. Und so ist es dann gekommen. Voll lustig eigentlich. Okay. Dann haben wir einfach weitergemacht.
Also auch ich Songs angefangen. ich fand ja den MW3 Victory Song mega episch. Ja, der ist auch voll gut angekommen damals. Und wie findest du Marcy? Marcy ist ein cooler Typ. Also, viele finden den ja irgendwie bedenklich, weil der ab und zu, naja, so der macht manchmal Witze und nicht viele mögen seinen Humor oder verstehen den überhaupt und die denken dass, dann, dass der es ernst macht. Aber ich meine, da gibt es ja viele andere Leute, so zum Beispiel, ich glaube, Dan von Scene-Take, der ist ja auch so Schauspieler und der verarscht manchmal Leute sehr krass und die denken dann auch, dass der es ernst meint. Aber sowas ähnliches ist dann auch bei Marcy. Wie dieses Rap-Special. Ach, du meinst das, wo er rappt, so mit Ja. dem Video und der Banane? Ja. Ja. Okay, jetzt wieder zu dir, so ein bisschen privat. Falls du es nicht beantworten willst, musst du es nicht beantworten. Wo gehst du zur Schule? Also zu was für einer Schule? Okay, zu welcher genau, sag ich mal nicht. Ah, Nein, das ist so eine Hauptschule Schule. oder so. Ach so. Ach so, was meinst du? Nee, ich Ja, bin den aus Ort will ich dem nicht wissen. Das Berlin. okay. Das darfst du wissen. Ich bin so auf Gymnasium und das ist so eine Schule, die ist international. So ist der ganze Unterricht ist auf Englisch und das ist voll nervig, Mann. Ich habe zum Beispiel hier Spanisch und das lerne ich ja auf Englisch. Das heißt, ich muss eine neue Sprache in einer neuen Sprache lernen und das ist voll nervig. Aber so, ich komme damit klar, irgendwie. Und was willst du danach studieren bzw. arbeiten? Na, irgendwas mit Musik. Ich weiß noch nicht, was genau. So Okay. Musikproduzent wäre ganz cool. Weil ich habe ja schon so ein bisschen Studio gearbeitet mit den Atzen oder Bastard und das war schon ganz gut. Und es hat auch gut geklappt. Also könnte ich mir das schon locker vorstellen. Und Obwohl das natürlich krass ist, man hängt so 10 Stunden im Studio, macht ununterbrochen Musik und also das ist nur was für absolute Freaks wie mich. okay, und wenn du dann das also arbeitest, kannst du dir doch vorstellen, noch YouTube weiterzuführen? Mal gucken. Also ich denke, YouTube ist immer wichtig in der Musikszene oder Branche. Die versuchen es da so auszulagern auf Tape-TV oder MyVideo, dass die alle Videos nur dort veröffentlichen. Aber ich denke, YouTube ist immer wichtig für Musikleute. Also somit bin ich auch, denke ich, in den nächsten Jahren immer noch auf YouTube am Start. Okay. Was zockst du eigentlich so? Ich meine, zockst du überhaupt was? Na, so Minecraft ab und zu. Und dann so Call of Duty natürlich. Weil ich Okay. habe so keine eigene Konsole, ich gehe dann immer zum Kumpel, zocken wir so zusammen. Oder Aber manchmal so zu viert, no homo. aber holst du die PS4 bzw. Xbox One? Ich weiß nicht, also alle sagen so, ja, PS4 ist geiler. Aber ein Kumpel von mir hat eine Xbox, das ist auch ganz cool. Aber ich weiß nicht, ich guck mal. Okay. Und jetzt dann eigentlich schon die letzte Frage. Dann hast du das Interview schon hinter dir. Wow, das geht so schnell. Ich weiß, ich habe jetzt das bisschen verkürzt, so zwei, drei Fragen, die ich hier gerade unnötig fand. Aber egal, weil du bist ja in Okay. Zeitdruck. Und zwar, welche YouTuber schaust du persönlich? Also sehr gern. Na, da sehe ich so natürlich die ganze Zeit meine Kumpels auf. Ich gucke nicht so viel YouTube, muss ich zugeben. So. Also MarcyXD natürlich, dann BA Türkisch, auch ein Kollege von mir aus Berlin. Sonst so, keine Ahnung, Mann. Muss ich selber kurz in die Abo-Box gucken. Ich habe ganz viele Musikkanäle abonniert, irgendwie so den Kanal von Adel Tawil. Kennst du den? Ne. Das ist der Typ, der eine Typ von Ich und Ich. Ach so. Ja, okay. Der hat jetzt so, ja, so ein Solo-Album rausgebracht. Sonst gucke ich Cold Mirror, Gronkh, Freakso, auch ein Kumpel von mir. Und ja, den Rest gucke ich so zufällig irgendwie. Und gibt's irgendeinen, der ja, besonders hervorsticht? Also den du sagst, boah, das Video ist, das muss ich mir vor allen anderen anschauen. Das ist wirklich. Na, es gibt natürlich so ein paar Leute, die ich sehr feier. Aber es kommt halt immer drauf an. Ich habe jetzt so nicht die Leute, die ich übelst krass feier, wo ich absolut alles schaue.
Ich schreibe einfach das, was gut ist, was mich interessiert, und das war's. Okay. Na gut, dann war's mit dem Interview schon. Es war ein bisschen kürzer jetzt, aber das macht nichts. Ich danke dir recht herzlich, dass du mitgemacht hast, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem, Mann. Habe ich gern gemacht. Und hat dir auch Spaß gemacht, oder? Ja, sicher. Also mir macht das generell so Spaß, wenn man größere YouTuber interviewt und man schaut die Videos wirklich gerne und dann darf man mit denen auch reden und sie so Sachen fragen, die man halt schon immer wissen will. Ja, das ist immer gut. Noch cooler ist es natürlich, die zu treffen, aber da muss man natürlich große Wege auf sich nehmen. Ja, vor allem so auf solchen Teilen, Veranstaltungen. Ja, genau. Vor allem ich habe ja große Probleme damit, weil ich bin ja Österreicher und die meisten YouTuber sind ja eher Deutsche. Und noch dazu minderjährig und deshalb wird es sehr schwer, nach Deutschland zu kommen. Nur für so Fan-Treffen oder sowas. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen krass so. Ja. Wäre natürlich ein bisschen krass, so Flugzeug zu nehmen oder so, dann für einen Tag nach Berlin oder Köln, ich glaube eher Köln, und dann wieder zurück nach Österreich. Das wäre auch teuer. Eben. Also, aber wenn ich volljährig bin, werde ich auf jeden Fall nach Deutschland gehen und mal so schauen, wann die Fan-Treffen sind. Aber, ja, auf jeden Fall, wird mal Zeit. Aber wir schweifen vom Thema ab. Das war's schon. Nochmal. Herzlichen Dank. Nochmal, erneut ja. Hier. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Jo, liken, abonnieren. Hier, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie dein Kanal heißt. Ich glaube, Platin Gamers HD, ne? Ja. Genau, abonniert ihn und so. Und teilt das Video. Ich werde es auch nochmal teilen. Und liked es und schreibt einen Kommentar. Mich abonniert ihr dann auch. Genau. Immer schön Döner essen hier. Und Döner-Gutscheine an seinen Kanal schicken. Genau. Dann komme ich so vorbei und esse mit euch einen Döner. Und dann singt ihr Döner in the Sky. Genau. Dann seid ihr alle wie Döner. In the Sky. Na und gut. So. Dann beenden wir das jetzt aber. Also dann. Ja, okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.